is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Ein zweites Pfingsten kommt. Ich will Sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen und auf Sie regnen lassen, zu rechter Zeit. Das sollen gnädige Regen sein. Durch das Bild des Früh- und Spätregens, der in nahöstlichen Ländern zur Zeit der Saat bzw. zur Zeit der Ernte fällt, sagten die hebräischen Propheten die Verleihung geistlicher Gnade in außerordentlichem Ausmaß an Gottes Gemeinde voraus. Die Ausgießung des Geistes zur Zeit der Apostel war der Beginn des Frühregens und das Ergebnis war herrlich. Doch gegen Ende der irdischen Erntezeit wird besondere Ausstattung mit geistlicher Gnade verheißen, um die Gemeinde auf das Kommen des Menschensohnes vorzubereiten. Diese Ausgießung des Geistes wird mit dem Fallen des Spätregens verglichen. Das große Werk der Evangeliumsverkündigung soll nicht mit einer geringeren Offenbarung der Macht Gottes abgeschlossen werden, als mit der, die damals ihren Beginn kennzeichnete. Die Vorhersagen, die in der Ausgießung des Frühregens zu Anfang der Evangeliumsverkündigung erfüllt wurden, werden sich beim Abschluss im Spätregen noch einmal erfüllen. Diener Gottes werden mit strahlenden Gesichtern aufleuchten und vor heiliger Weihe strahlen, von einem Ort zum anderen eilen, um die himmlische Botschaft zu verkünden. Durch tausende von Stimmen, überall auf der Erde verstreut, wird die Warnung verkündigt werden. Wunder werden folgen. Auch Satan arbeitet mit Wundern, allerdings mit Lügenhaften. Er lässt vor den Augen der Menschen sogar Feuer vom Himmel fallen. Auf diese Weise werden die Erdenbewohner veranlasst werden, Stellung zu beziehen. Die Botschaft wird weniger durch Argumentation weitergetragen werden, als vielmehr durch die tiefe Überzeugungskraft des Geistes Gottes. Alle Gründe sind vorgebracht worden. Der Same wurde gesät. Jetzt wird er keimen und Frucht bringen. Jetzt bringen die Lichtstrahlen überall hin. Die Wahrheit wird in aller Deutlichkeit gesehen. Und die aufrichtigen Gotteskinder durchtrennen die Bande, die sie bisher zurückgehalten haben. Familiäre Bindungen und Kirchenzugehörigkeit können sie jetzt nicht mehr zurückhalten. Die Wahrheit ist kostbarer als alles andere. Trotz der Kräfte, die sich allesamt gegen die Wahrheit verschworen haben, werden sich sehr viele auf die Seite des Herrn stellen. The Lord is coming. Are you ready?